Das Geräusch der Hufe auf den alten Pflastersteinen gehört für viele Touristen zu einem Bummel in der Wiener Innenstadt ebenso dazu wie der unvergleichliche Odeur der Pferdeäpfel, von einer Fahrt über den Ring ganz zu schweigen. Aber die Fiaker haben auch viele Gegner, Tierschützer etwa. Oder auch die ÖVP in der Wiener Innenstadt. Dem dortigen Bezirksvorsteher Markus Fiegel sind die Fiaker zu laut, zu schmutzig und zu teuer. Für ihn ist ein Ende der Kutschfahrten in der City denkbar, wie er sagt. Christian Jentsch hat sich umgehört, wie dieser Vorstoß dort aufgenommen wird. Zu laut sind die Hufe der Fiakerpferde, zu schmutzig ihre Verdauung, zu teuer die Abnützung des Straßenbelags. Die Fiaker gehören einfach nicht mehr in die Touristenzone Wiener Innenstadt. Oder? Das wäre eine blöde Idee. Ich finde das auch schade. Ich finde das etwas Romantisches. Der Innenstadtbezirksvorsteher muss sich allerdings mit den Beschwerden seiner Bewohnerinnen und Bewohner herumschlagen. Wir haben auch immer wieder Beschwerden über den sanitären Übelstand, das heißt Geruchsbelästigung, die Hinterlassenschaft der Pferde, die trotz der Poo-Bags sich auf der Straße befinden. Und als drittes, dass hier Vorschriften eben immer wieder nicht eingehalten werden. Manche Argumente können auch die Touristen nachvollziehen. Es riecht schon ein wenig, aber die Pferde ziehen die Aufmerksamkeit an, vor allem die der Touristen. Ich sehe, dass sie sehr schön sind. Nicht? Und das ist etwas Typisches von Wien. Da sollte sie bleiben. Da sollte sie nicht weg von da. Die Kutschen in der Wiener Innenstadt sind einfach ein Hingucker. Und jene, die sich darum kümmern, dass mehr Touristen kommen, können die Fiaker-Diskussion nicht wirklich nachvollziehen. Die Welt geht nicht unter, wenn es keine Fiaker mehr gäbe. Ich glaube nur, dass Wien, wenn es keine Fiaker mehr gäbe, weder tierfreundlicher noch unverwechselbarer würde, sondern im Gegenteil, es würde nicht mehr tierfreundlich sein und es würde möglicherweise ein bisschen verwechselbarer werden. In naher Zukunft wird es in der Wiener Innenstadt allerdings eher mehr als weniger Pferde geben, wenn nämlich die Polizei, so wie Innenminister Kickl im Juni in München, mit 14 Pferden einreiten wird. Vielleicht werden die Polizeipferde die Fiaker ersetzen? Naja, wenn man mitreiten darf drauf, dann hat es eine praktische Funktion auch noch. Das Fiakerverbot als PR-Chance für die Wiener Polizei. Guten Abend.